Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox zu unserer Juli-Ausgabe, in der wir passend zum Sommer cremiges Himbeer-Grenadin-Eis zaubern, das wir mit zwei Kekshälften zu einem Eissandwich verwandeln. Aus der Box brauchst du dazu den Grenadinsirup von Tessert, die Mischung für Vanilleeiscreme von Funcakes und Dekor Naturhimbeeren gehackt von Pickard. Wir bereiten zuerst das Eis vor. Gib dazu zum Eispulver kalte Milch hinzu und den Sirup. Mit dem Rührgerät schaumig aufschlagen, bis die Masse schön weiß und voluminös geworden ist. Dann die gehackten Himbeeren unterheben. Circa die Hälfte des Beutels oder einfach so viel, wie du möchtest. Leg dir dann ein Stück Frischhaltefolie bereit und verteile die Hälfte der Masse darauf. Schlage die Frischhaltefolie dann längs ein und drehe die Enden fest zusammen, sodass am Ende eine dicke Wurst entsteht. Die Wurst sollte ca. 6 cm dick sein vom Durchmesser her. Mit der anderen Hälfte wiederholen und für mindestens 6 bis 8 Stunden im Gefrierschrank richtig fest werden lassen, am besten einfach über Nacht. Dann den Keksteig zubereiten. Dazu brauchst du weiche Butter, ein Ei, Backpulver und Natron, weißen Zucker sowie braunen Zucker und Mehl und Speisestärke. Zuerst die weiche Butter mit dem braunen und dem weißen Zucker verrühren und alles schaumig aufschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Der braune Zucker ist hier auch sehr wichtig, damit der Keks später außen knusprig und innen noch weich bleibt. Also bitte nicht durch weißen Zucker ersetzen. Dann das Ei dazugeben und gut unterschlagen, bis eine homogene Masse entsteht. Mehl mit Speisestärke, Natron und Backpulver zugeben und nur noch kurz aufschlagen. Hier ist auch wichtig, dass das Natron zugegeben wird, denn das macht den Keks auch nochmal weicher. Genau wie bei der Eismasse nun die Hälfte des Teiges auf eine Frischhaltefolie geben und wieder zu einer Wurst zusammenrollen. Die Teigwurst sollte ca. 3,5 cm dick sein. Für mindestens 2 Stunden kalt stellen, damit der Teig wirklich ganz fest wird. So werden die Kekse später nicht ganz flach. Die kalte Teigwurst dann aus dem Kühlschrank holen und in ca. 1,5 cm breite Stücke schneiden, jeweils 12 Stück. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und sofort in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze geben. Für 10 bis 12 Minuten backen, sodass die Ränder der Kekse fest sind, aber die Mitte noch weich ist, und dann komplett abkühlen lassen. Wenn das Eis gut durchgefroren ist, die Kekshälften sowie die gehackten Himbeeren bereitstellen und das Eis aus dem Gefrierschrank holen. Das Eis ebenfalls in Scheiben schneiden und jeweils zwischen zwei Kekse platzieren. Wenn du möchtest, kannst du einige der Eissandwiches noch in den gehackten Himbeeren wälzen. Die fertigen Eissandwiches kannst du dann luftdicht verpackt im Gefrierschrank lagern, bis du sie servieren möchtest. Lass es dir schmecken, hinterlass uns doch auch einen Kommentar und abonniere unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!